Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Steuergelder gegen Bitcoin und XRP mit einem neuen Teilsieg. Das und vieles mehr schauen wir uns heute an. Viel Spaß beim Schauen. Bei Aufnahme des Videos am Vorabend gegen 20 Uhr steht der Bitcoin bei 27.500 Dollar. Wenn wir uns das Ganze mal im Wochenchart anschauen, dann siehst du, es ist nicht wirklich viel passiert. Wir hatten mal kurz einen Ausschlag über die 28.000, haben dann aber doch recht schnell wieder runter korrigiert. Es gibt aber auch nicht wirklich irgendwas Interessantes, was man jetzt unbedingt als Grund hierfür nennen könnte. Wie du sicherlich mitbekommen hast, es gibt kleinere News, es gibt ständig ein kleines Schwanken, aber wie gesagt, nichts Atemberaubendes. Dann kommen wir auch schon zu den kurzen News am heutigen Tage, bevor wir dann wahrscheinlich zu den XRP-News kommen, auf die jeder gewartet hat, aber von vorne. Sam Bankman-Fried soll für 115 Jahre ins Gefängnis. Er möchte jetzt irgendwelche Zeugen davon abhalten, dass sie eine Aussage tätigen. Ob es ihm irgendwas hilft, sei mal dahingestellt. 115 Jahre dürfte er gerade so nicht überleben. Dementsprechend, selbst wenn es die Hälfte sein sollte am Ende des Tages, ist es immer noch okay. Dann, wo wir schon bei Sam Bankman-Fried und am Ende des Tages FTX sind, es gibt jetzt eine neue Sammelklage gegen Binance und auch den Chef, denn man unterstellt denen, dass die irgendwo irgendwie mit Schuld an dem FTX-Problem gewesen sein sollen. Was da am Ende des Tages bei rauskommt, werden wir natürlich sehen. Ich habe es in einigen Videos schon erwähnt, ich halte meine Finger bei Binance aktuell raus, weil mir das Ganze zu heiß ist und mir mein Geld doch zu wichtig, um das dort zu riskieren. Sollte eines Tages mit Binance irgendwas passieren, dann wissen wir alle, sehen wir die neuesten und günstigsten Preise. Aber ob es überhaupt so weit kommt, steht natürlich in den Sternen. Dementsprechend auch hier das Disclaimer. Das Ganze ist weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung noch sonst irgendwas und du musst immer noch selbst entscheiden, wie du hier vorgehen möchtest. Ich habe es schon mal erwähnt, nochmal kurz zur Erinnerung. Seit Sonntag, also den 1.10. gibt es bei Trade Republic 4%. Mir persönlich gefällt das Ganze, ist aktuell mit der beste Anbieter. Dementsprechend hier ganz kurz Werbung in eigener Sache. Du kannst natürlich auch gerne den Link unten in der Videobeschreibung nutzen und bekommst auch nochmal einen Bonus, ebenfalls ich. Das Ganze ist aber nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Ich nutze das Ganze selber. Mir gefällt es, weil es so leicht ist und du monatlich einfach deine Zinsen bekommst und Kleinvieh macht eben auch Mist. Jetzt aber noch ganz schnell die Thematik und zwar Steuergelder gegen Bitcoin. Die EU-Kommission möchte beweisen und hat jetzt eben ausgeschrieben, dass man eine Firma sucht, die ein ökonomisches Gutachten macht, um zu beweisen, wie umweltschädlich der Bitcoin doch ist. Ich könnte mich darüber aufregen, ich lasse es jetzt sein, ich lasse es einfach nur kurz mit dem Kommentar. Die Politiker fliegen mit den Jets um die Welt und Bitcoin soll schädlich sein, einfach mal stehen. Deine Meinung selbstverständlich gerne mal in die Kommentare, aber es ist ausgeschrieben, die Firma, die das dann macht, soll 800.000 bekommen, ist also ein gutes Geschäft meiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir auch schon zur Thematik XRP. Wie du siehst, es gab hier einen kleinen schönen Ausbruch. Das Ganze liegt mit dem Teilsieg vor Gericht gegen die SEC. Das Ganze liegt natürlich daran, dass Ripple erneut vor Gericht einen Teilsieg gegen die SEC einfahren konnte. Und zwar hat ein US-Gericht den Einspruch der SEC abgelehnt und so geht das Hauptverfahren Mitte April 2024 weiter. Dementsprechend hat man jetzt erstmal ein bisschen Luft. Man merkt, die Gerichte sind scheinbar eher auf Seite von Ripple als von der SEC und dementsprechend gibt es hier den kleinen Ausbruch. Ich glaube, er wird nicht lange halten, er wird sich ziemlich schnell wieder absenken, aber natürlich eine schöne Sache für alle, die an XRP glauben und auch ein Fan davon sind. Wie das dann nächstes Jahr weitergeht und wie das sich dann mit dem Halving entwickelt, das sei mal dahingestellt. Nächstes Jahr könnte ich mir aber vorstellen, wird doch deutlich interessanter, obwohl wir dann wiederum sehen werden, dass einfach deutlich weniger Geld auf dem Markt sein wird. So zum Beispiel auch auf dem Oktoberfest. Man schreibt Rekordzahlen an Besuchern, der Bierkonsum ist aber zurückgegangen. Das Ganze wird meiner Meinung nach an den Preisen liegen und nicht daran, dass die Leute nicht mehr so durstig sind. In dem Sinne hoffe ich, das ganze Video hat dir gefallen, geholfen. Falls dem so ist, so weißt du, was zu tun ist. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video, zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer.